Megalodon, der größte Hai aller Zeiten und das größte Raubtier der Welt überhaupt. Er wog sehr wahrscheinlich so viel wie eine Boeing 737 und besaß die fünffache Bisskraft eines T-Rex. Soll heißen, er konnte wahrscheinlich locker ein Auto durchbeißen. Hoffentlich eines ohne Insassen. Pottwal. Der am massivsten bezahnte Wal besitzt das größte Gehirn auf der Erde. Das wiegt im Durchschnitt 7 Kilogramm. Fünfmal so viel wie das eines erwachsenen Menschen. Ernähren tut dieser Riesenmeeressäuger sich von Riesenkalmaren. Basilosaurus. Als man die ersten Fossilien dieses Lebewesens entdeckte, hielt man es fälschlicherweise für ein Meeresreptil und gab ihm einen Namen, der Königechse bedeutet. Doch in Wahrheit handelt es sich um einen urzeitlichen Wal mit kleinen hinteren Gliedmaßen. Seiwal, die drittgrößte Walspezies und eine der schnellsten der Welt, mit einer Maximalgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometer. Das ist selten für eine solche Größe. Shastasaurus, das größte Meeresreptil aller Zeiten, würde 2/3 eines Basketballplatzes füllen. Er besaß keine Zähne, deshalb fraß er wahrscheinlich, indem er sich mit offenem Mund auf Fischwärme stürzte, die sogenannte Nahrungsaufnahme durch Ansaugen. Blauwal. Das größte Lebewesen, das jemals auf der Erde gelebt hat, ist so riesig, dass allein sein Herz so groß wie ein Golfwagen ist und seine Gefäße so breit wie Eimer. Sein Gesang ist aus kilometerweiter Entfernung zu hören. Den Text verstehen wir trotzdem nicht. Gelbe Haarqualle. Sie ist die größte Qualle der Welt. Stell dir einen Glockenturm mit Tentakeln vor, die fast halb so lang sind wie ein Fußballfeld. Eine Qualle dieser Größe kann dich locker einwickeln. Trotzdem steht sie nicht an der Spitze der Meeresnahrungskette. Sie wird von hungrigen Schildkröten und Anemonen gefressen. Portugiesische Galeere. Lass dich von dem Namen nicht verwirren. Es handelt sich tatsächlich um ein seltsames Lebewesen namens Staatsqualle. Ein Tier, das aus Kolonien einzelner Organismen besteht. Es oder sie ist das längste Lebewesen auf diesem Planeten. Seine Tentakeln, die ein separater Organismus sind, sind fast so lang wie der schiefe Turm von Pisa hoch ist. Und sie sind giftig. Logisch sind sie das. Wieso sollten wir hier mal zur Ruhe kommen? Es stimmt, dass Haie einen wahnsinnig gut entwickelten Geruchssinn haben, der deinen um das 100-fache übertrifft. Genau wie Menschen haben sie Nasenlöcher, die an ihrer Schnauze liegen. Aber ihre sind speziell fürs Wittern ausgelegt, nicht fürs Atmen. Es ist also wahrscheinlich kein Wunder, dass Haie auch kleinste Mengen verschiedener Substanzen im Wasser aufspüren können. Aber selbst wenn manche Spezies das besser können als andere, ist kein Hai in der Lage, aus mehr als 300 Meter Entfernung dein Blut im Wasser zu wittern. Stellen wir uns mal vor, du hättest dir deinen Fuß beim Schwimmen im Meer an einem spitzen Stein geschnitten. Zuerst müsste der Geruch deines Blutes die weite Reise zu den Nüstern eines Hais machen. Und wie schnell das passiert, hängt von der Strömung ab. Je aktiver sie ist, desto schneller erreicht der Geruch den Hai. Dann müsste der ihn identifizieren und verlockend genug finden, um zu reagieren. Und zu guter Letzt bräuchte er etwas Zeit, um dich zu erreichen. Du kannst dich also entspannen, du hast genügend Zeit, zum Strand zurückzuschwimmen und dir ein Pflaster für deine Wunde zu besorgen. Und vielleicht eine Pina Colada. Übrigens sind sich nur die wenigsten Leute darüber bewusst, dass Haie kein großes Interesse an der Jagd auf Menschen haben. Die meisten von ihnen ernähren sich sehr spezifisch. Der Zitronenhai zum Beispiel, der einen kleinen Tropfen Blut im Wasser auf eine ordentliche Entfernung wittern kann, möchte gar keine Menschen auf seinem Speiseplan. Weichtiere und Knochenfische? Sehr gern. Gelegentlich einen Meeresvogel oder einen kleineren Hai? Wieso nicht? Ein Mensch? Igitt, nein danke. Übrigens, hast du jemals einen Hai gesehen? In der Wildnis oder im Aquarium? Wenn ja, erzähl uns in den Kommentaren von deinem Erlebnis. Wie auch immer, das ist nur eine der vielen Mythen über dieses tödliche Raubtier. Lass uns noch ein paar weitere widerlegen oder bestätigen. Es gibt das Klischee, dass Haie bewusst Menschen jagen. Doch die meisten Haiangriffe passieren, weil die Tiere Schwimmer mit ihrer üblichen Beute wie Robben oder Seelöwen verwechseln. Der andere Grund, aus dem ein Hai angreifen könnte, ist seine natürliche Neugier. Dieses Raubtier neigt dazu, in Dinge hineinzubeißen, um zu erkennen, ob sie essbar sind. Genau wie Menschen an einem Buffet. Es herrscht die Meinung, dass das Leben eines Hais vorüber ist, sobald er aufhört zu schwimmen. Das ist allerdings nur teilweise wahr. Zuallererst ist es wichtig zu wissen, wie Haie atmen. Tatsächlich können sie das auf zwei Arten: Backenpumpen und Strahltechnik. Bei der ersten Methode saugen die Haie das Wasser mit Hilfe ihrer Wangenknochen in ihr Maul und spülen es dann durch die Kiemen wieder raus. Diese Methode erlaubt es den Meeresräubern, bewegungslos am Grund zu liegen.
Doch wenn Haie die Strahltechnik anwenden, müssen sie in Bewegung bleiben, sodass das Wasser durch ihre Kiemen strömt. Daher glauben die meisten Leute, dass Haie ohne ständiges Schwimmen nicht den nötigen Sauerstoff bekommen. Doch der Haken ist, dass nur etwa 20 von mehr als 400 Haigattungen ausschließlich die Strahltechnik benutzen. Und es ist tatsächlich wahr, dass manche Haiarten nicht mehr atmen können, wenn jemand sie daran hindert, sich zu bewegen. Doch die restlichen Raubtiere verwenden entweder beide Atemmethoden oder das Backenpumpen und können sich locker am Meeresboden ausruhen. Aufgrund übermäßigen Jagens gibt es weniger Haie weltweit. Menschen jagen sie, um Zutaten für Dinge wie Haifischflossensuppe oder Haifischknorpelkapseln zu kriegen, ohne zu bemerken, dass weniger Haie bedeuten, dass wir alle weniger Luft zum Atmen haben. Wo liegt der Zusammenhang? Haie ernähren sich von kleineren Fischen und kleinere Fische ernähren sich von Phytoplankton. Das sind winzige Organismen, die im Meeresboden leben. Phytoplankton verbraucht Kohlendioxid und setzt Sauerstoff frei. Ohne Haie gäbe es zu viele Fische, die das Plankton fressen. Das alles führt zu einem Ergebnis: Sauerstoffmangel. Wissenschaftler studieren laufend diese faszinierenden Wesen und das kann zu medizinischen Durchbrüchen führen. Insbesondere interessieren sie sich für Hai-DNA und ihr Potenzial, ein Heilmittel gegen Tumore zu sein, da die Gene der Haie sie in gewisser Weise vor Tumoren schützen. Darüber hinaus haben Forscher eine spezielle Verbindung namens Squalamin im Gewebe von Dornhaien entdeckt, die verschiedene chronische Infektionen beim Menschen bekämpfen kann. Ebenso hat die Haut von Haien einzigartige antibakterielle Eigenschaften, was Wissenschaftler dazu inspiriert hat, eine spezielle Oberflächenbeschichtung namens Sharklet zu entwickeln. Sharklet imitiert das Diamantmuster der Haifischhaut und wird in Krankenhäusern eingesetzt, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Weiße Haie können sich bei einer Geschwindigkeit von bis zu 40 km pro Stunde fortbewegen. Das Geheimnis liegt in ihrer Plakoidschuppen, kleine, flache, V-förmige Schuppen. Diese Schuppen verringern den Strömungswiderstand und Turbulenzen erheblich. Die Designer der olympischen Schwimmanzüge haben sich bemüht, die Plakoidschuppen von Haien zu reproduzieren und haben einen Stoff geschaffen, der die Schwimmer im Wasser geschmeidiger macht und schneller schwimmen lässt. Die Haifischflosse diente auch als Inspiration für die Entwicklung neuer Technologien für erneuerbare Energien. Ein australisches Unternehmen entwickelte ein Gerät, das die Gezeitenenergie des Ozeans einfängt und mit minimaler Umweltbelastung in Strom umwandelt. Eine Studie der Harvard University aus dem Jahr 2018 legt nahe, dass diese einzigartigen Plakoidschuppen auf der Haifischhaut auch helfen können, effizientere Flugzeuge und Autos herzustellen. Das Ingenieurteam fand heraus, dass sie den Auftrieb erhöhen. Auftrieb ist jene Triebkraft, die ein Flugzeug nach oben zieht, wenn der Luftdruck oberhalb der Tragfläche größer ist als der Luftdruck unterhalb der Tragfläche. So hoffen Ingenieure, Flugzeuge aerodynamischer zu machen, indem sie 3D-Drucke von Plakoidschuppen auf die Tragflächen übertragen. Sie können auch für Wirbelgeneratoren genutzt werden, kleine Luftleitbleche, die oben an der Heckscheibe eines Autos angebracht werden und den Abtrieb eines Fahrzeugs erhöhen.